Hallo, willkommen. Das sind die Dashcam Stories Folge 31. Und die Woche hatte es in sich. Es gab eine Spende von Michael und ich habe 8 Kanalmitglieder mittlerweile. Vielen Dank euch. Und damit grünes Licht. Aber doch nicht für dich. Das passiert, wenn man auf die falsche Ampel oder auf die falschen Autofahrer schaut. Die fahren, oh grün, schnell los. Und hier geht's um den schwarzen Fußgänger, der da drüben gerade losfährt. Vielleicht geht das noch als Rollstuhl durch? Ja, auf dem Gehweg, auf dem Radweg, entgegen der Fahrtrichtung. Ja und nu, wo will er denn bitte hin? Schon, was denken sich manche Leute dabei? Ach, die denken sich irgendwas dabei? Ja, mal ganz entspannt auf die Autobahn, man denkt sich nichts Böses. Glück für die Rehe. Gute Reaktion und gute Bremsen. Workout brauchst du heute nicht mehr, oder? Ich habe gehört, das verbraucht ganz schön Kalorien, wenn man so eine Reaktion hinlegt. Neuer Trend. Vollbremsung statt Fitnessstudio. Und von der guten Reaktion jetzt zu denen, die ein bisschen schläfrig im Straßenverkehr sind. Oh, ich habe ja gar nicht gesehen, dass da nicht weitergeht. Oh. Und jetzt steht er da mitten auf der Kreuzung und kein Mensch kommt mehr durch. Glückwunsch! So typisch. So typisch. Oder meint ihr, das war Absicht? Weil bei Absicht, dann ist das astrein, Quack, Wedel, fein gemacht. Und täglich grüßt das Murmeltier endlich wieder in Kreisverkehr. Sieht fast so aus, als würde er sich entschuldigen. Immerhin. Liebt ihr die Leute auch so, die immer keine Zeit beim Autofahren haben? Die meinen, sie dürften alles, um schneller zu sein? Regeln ignorieren, vordrängeln, reinquetschen. Kennt ihr die? Die im Reißverschluss beim Stau nicht nach vorne fahren, weil sie meinen, sie müssten ganz schnell auf die linke Spur? Die sich auch nicht um durchgezogene Linien kümmern müssen? Und dann gibt's noch die, die das ganz Vorfahren etwas zu wörtlich nehmen. Nein, nein, alle anderen wollen nicht vorankommen, nur du. Und dann gibt's die Tage, da klappt auch gar nichts. Jeder macht irgendwie, was er will. Mal schnell durch den Gegenverkehr fahren. An solchen Tagen, wo man sich eh schon über alles aufregt, dann kommen sie daher. Falschparker, noch mehr Falschparker und noch mehr Falschparker. Erwähnte ich schon mal die Falschparker? Ja, ich weiß doch, die wollen nur entladen und es geht nun mal nicht anders. Ist voll okay, aber es gibt Tage, da regt man sich drüber auf. Und ja, ich sehe hier auch nicht wirklich viele Parkplätze. Und trotzdem, an manchen Tagen stört es einen halt. Und an anderen Tagen ist es einem total wurscht. Und das werde ich nie verstehen, wie man so überholen kann. Das ist nicht mehr ganz dicht, doch. Und das ist noch untertrieben. Und bei manchen kennt die Ungeduld wirklich gar keine Grenzen. Eiskalt bei Rot. Erwarten ist sowieso out, habe ich das Gefühl. Hauptsache irgendwie weiter. Sollen doch die anderen warten. Noch ganz sauber oder was? Und ich hoffe, ihr nehmt die jetzt nicht wieder in Schutz. Weil dann können wir wirklich alle Regeln abschaffen. Dann soll halt jeder fahren, wie er denkt.
Ja, Sperrflächen dürfen nicht befahren werden. Aber darf man sich im Stau draufstellen? Um möglichst viel Spur freizuhalten, damit die Geradeausfahrer auch vorbeikommen? Sobald sich der Erste draufstellt, hat man eigentlich fast keine Wahl. Was hättet ihr gemacht? Oldtimer! Noch ein Stau. Und wieder komische Leute. Neben uns ist eine Bus- und Taxispur. Schauen wir mal, was im Stau alles als Bus und Taxi durchgeht. Es sind plötzlich kleine schwarze Taxis. Und große schwarze Taxis. Boah, so ein Taxi wäre mal cool. Wie der wohl schaut, wenn ich bei der nächsten Kreuzung bei ihm einsteige. Und fast ist man erstaunt, wenn man dann ein echtes Taxi trifft. Und noch ein kleines schwarzes Taxi. Oder ist das vielleicht ein Bus? Umweltfreundliche Minibusse, heute nur für 3 Passagiere. Ob er da aber wirklich ohne Sonderrechte fahren darf, das sei mal dahingestellt. Oh, Taxi in Silber. Oh, und noch eins in Dunkelblau. Und ihr sagt jetzt, die fahren da nur, damit der Stau kürzer ist. Ja klar, nur deswegen fahren die da. Nicht etwa, weil sie schneller vorankommen wollen. Nein, nein, nur damit die anderen weniger lang warten müssen im Stau. Und zum Abschied noch ein super soziales Liefertaxi, schaut mal. Super, manchmal kommt man sich doch verarscht vor, wenn man sich an die Regeln hält. Manchmal machen Kinder Dinge, damit rechnen selbst die Eltern nicht, schaut mal. Jetzt gibt's eine Standpauke von Mama, aber zu Recht. Ja, auch die ganz Kleinen müssen das mal lernen. Ja, genau. Wie? Sommerreifen? Der nächste, der mir zum Weg steht, der vor der Ampelkreuzung, oder? Oder einfach nur zu wenig Gewicht, um da irgendwie Grip zu kriegen. Wobei, dafür fährt er jetzt hier ganz schön sportlich weiter. Nach so einer Rutschaktion wäre ich vermutlich vorsichtiger geworden. Aber jedem, wie es braucht. Danke für den Pfeil. Das ist wieder so ein Ding. Man versteht, warum er da vorbeifährt, aber dürfen tut das eigentlich nicht. Hätte er die Ampel auch ein bisschen weiter vorne aufbauen können, nicht mitten auf der Kreuzung? Seltsam das. In manchen Situationen hat man so einen siebten Sinn, wo man denkt, ah, da wird es jetzt gleich eng, lieber mal langsam machen. Ganz dicht, oder was? Ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt. Ich sehe schon die Kommentare. Ja, der ist ja langsamer geworden. Da hat er ja dem anderen signalisiert, dass er fahren soll. Klar, so war's. Wir fahren Höchstgeschwindigkeit mit dem Crafter. Wir fuhren Höchstgeschwindigkeit mit dem Crafter. Nett, der akustische Hinweis darauf, die Ladungssicherung zu überprüfen. Radonk. Ach, wer braucht schon Sicherheitsabstände? Das ist was für Anfänger. Profis brauchen das nicht. Wie können die es nur wagen, vor ihm herzufahren? Und das mit Strich 80? Den Abstand erhält. Bitte. Das kann nicht sein. Ich denke, das ist ein Monat Fahrverbot, vielleicht sogar länger. Könnte ein Jahr Fahrverbot sein. Mehrere Punkte, 180 Euro Strafe. Ja, aber er hat es doch so eilig und er will doch in Feierabend und die Pakete und überhaupt. Und was machen die anderen hier überhaupt? Er ist doch der Profi, nur er muss da jetzt doch schnell durch. Und
wieder so ein Autofahrer, der den absolut besten Moment entdeckt hat, um einen Fahrradfahrer zu überholen. Genau, wenn noch ein anderer Fahrradfahrer entgegenkommt. Das ist effizient, weil da hat man gleich zwei Fahrradfahrer verärgert. Vermutlich weiß der nicht mal, wie blöd es ist, so überholt zu werden. Und was hat's ihm gebracht? Naja, jetzt steht er halt hinterm Laster. Vorm Fahrradfahrer. Oldtimer! Ja, dieser Moment, wo du ganz gerne auch auf die linke Spur wollen würdest, aber nicht kannst, weil andere da überholen. Ja, hier ist 100. Und trotzdem wird davon gebremst. Na, warum wohl? Vielleicht war er verwirrt durch das 60er-Schild hier. Aber noch mehr hat ihn vermutlich dieser Blitzer erschreckt. Hat das Popometer wieder komplett versagt. Sollte man mal eichen lassen. So wird's schwierig, den LKW zu überholen. Was ist der ideale Ort, um mal kurz anzuhalten? Ja, ich würde sagen, genau hier. Gut, Panne kannst du dir nicht aussuchen. Aber das meiste andere schon. Ich finde, er hat hier den perfekten Ort gefunden. Ui, hatten wir heute schon Kreisverkehr? Lauterbach verweist außerdem auf eine aktuelle Umfrage der Technikerkrankenkasse. Ja gut, dass man hier nach innen ausweichen kann. Noch ein Fahrradfahrer und ihr wisst es kommt noch ein Autofahrer, der hier sich eine super Stelle zum Überholen sucht. Und der darf auch nicht fehlen. Gelb? Rot. Mal schnell noch drüber. Warten? Nee, auf keinen Fall. Sandmärkelchen schrieb mir, dass das alle so machen an dieser Stelle. Kann ich ja fast nicht glauben. Ich meine, kann man doch anders wenden auch, oder? Na, anscheinend nicht. Das würde wohl zu viel den Rückwärtsgang abnutzen. Oh, wir sind in Schottland. Take Foto, nett. Aber die Rehe dort sind genauso wie die Rehe bei uns. Und wer sich gleich nicht erschrecken möchte, der sollte jetzt ausschalten. Ben schrieb mir, dass er hier keine Schuld am Unfall bekommen hat. Die Unfallgegnerin war eine 78-jährige Dame, die aus der Spielstraße kam. Sie wird versuchen, einen Notruf abzusetzen. Um den Anruf abzubrechen, wählen Sie bitte Abbrechen auf dem Bildschirm oder drücken Sie die Auflegen-Taste. Sein Fahrzeug war gerade 5 Wochen alt, hatte noch keine 20.000 Kilometer auf der Uhr, ja, ein Vielfahrer, und war ein Totalschaden. Auch die B-Klasse der Dame war ein Totalschaden. In Summe kamen hier 60.000 Euro zusammen. Dank dem Seitenairbag blieb die Dame unverletzt. Ben hatte nicht so viel Glück, bei ihm hat der Gurtstraffer versagt, sodass er sich am Airbag die Rippen geprellt hat und ganz schwer Luft bekam ein paar Tage. Anscheinend erfolgte die Sprengung des Gurtstraffers zeitversetzt. Gab wohl ein bisschen Stress beim Nachweis, dass er angeschnallt war deswegen, aber zum Glück bleibt der Gurt ja in Endposition stehen und so war die Länge des Gurtes genau der Abstand Oberkörper-Airbag. Also das Fahrradfahrer auf der Straße fahren, das kennen wir ja schon. Aber das Jogger lieber auf der Straße joggen als auf dem Gehweg? Gibt's da jetzt auch eine schlaue Begründung dafür? Er fühlt sich bestimmt als Auto heute. Und mit diesem Traum auf der Autobahn, den Mittelspurschleichern, die man hier wunderbar beobachten kann, ist diese Folge jetzt auch schon zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich wahnsinnig über ein Like und ein Abo freuen. Hinterlasst gerne einen Kommentar. Kommt gut durch die Woche. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüssi!